Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, ja? Und ich glaube, das ist die spontanste Reise, die ich je gemacht habe, weil ich baller jetzt einfach mit dem E90 nach Berlin. Ja, 700 Kilometer ohne Reden. Der Wagen wird voll getankt. Ihr seht es, 2,05 Euro. Also da muss ich richtig los. Ja, bin gespannt, was da rauskommt jetzt, wie viel ich blättern muss. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, spontanste Reise überhaupt. Junge, gestern am Abend einmal so viel Kopfschmerzen aktuell wegen dem E36 hier eintragen und höher schrauben. Dann wegen den Felgen, Junge, ich habe keine Ahnung, was ich mit den Felgen machen soll. Dazu kommt, glaube ich, aber auch ein extra Video, wo ich euch auch nach der Meinung fragen werde. Und dann gestern auf jeden Fall mein Bruder gemeint, Mann, fahren wir einfach nach Berlin morgen übers Wochenende. Ich so, hä, wirklich jetzt? Also ja, komm, fahren wir. Und jetzt sind wir einfach, Junge, einfach keine Ahnung, wie das geht, ja. Ich bin so lost und es ist so spontan, dass ich einfach sogar vergessen habe, den Wagen zu tanken. Ich bin gerade schon losgefahren, ich war auf der Autobahn. Ich so, fuck, Mann, wir müssen ja noch tanken, Junge. Aber ja, gut, das haben wir auch gleich erledigt. Junge, mein Herz, ich sehe es schon, es geht schon an die 100. Junge, reicht doch jetzt endlich. Es reicht. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, komm, jetzt mach Stopp. Ja. Gut, ist in Ordnung. Auf jeden Fall, Freunde, ja, ich nehme euch mit. Auf der ganzen Reise, auf der ganzen Fahrt, Mime 90. Schauen wir mal, vielleicht machen wir ein Topspeed. Mal gucken, was geht und was nicht geht. Sicherheit geht natürlich vor. Und ja, bin auch gespannt, verbrauchstechnisch, wie weit wir kommen. Meiner Erfahrung nach sollten wir auf jeden Fall. Also, ich fahre nicht das erste Mal nach Berlin, ja. Berlin ist mein Leben. Ich liebe Berlin, jetzt ohne Spaß. Ich bin jedes Jahr mindestens einmal dort. Ja, ich feiere die Stadt einfach. Auf jeden Fall, ich bin nicht das erste Mal und. Normalerweise komme ich mit einem Tankverlänger mal easy hin, easy, das ist gar keine Frage. Und dann dort meistens auch noch ein paar Tage komme ich auch noch raus. Also eigentlich geht eine Tankfüllung komplett klar für Hinfahrt, dort noch rumfahren und dann tanke ich meistens erst bei der Rückfahrt wieder voll. Also eigentlich immer bisher. Also verbrauchstechnisch steht der Bruder hier top da, aber das wisst ihr eh. Mit mir 36 hätten wir wahrscheinlich zweimal voll tanken müssen. Ja, nee, dreimal sicher. Sicher dreimal. Sicher einmal mehr volltanken müssen und sogar ganz mal 120, 130 fahren müssen. Aber ja, wie gesagt, ich gehe mal zahlen jetzt und dann melde ich mich wieder. Okay, Jungs und Mädels, erster Stopp. Vignette wird jetzt erstmal gekauft. Wir sind gleich in Tschechien. Ich bin ja schon oft die Route gefahren, aber ich feiere die Route ja gar nicht. Ja. Also wirklich, wir sind zwar jetzt erst auch noch nicht mal seit einer Stunde unterwegs, aber ich feiere die Route auf jeden Fall gar nicht, weil ab Tschechien so viele Landstraßen, Junge, ist so anstrengend. Landstraße hier, Landstraße da, dann ist ein LKW vor dir. Ja, auf jeden Fall, deshalb die Route nicht so geil. Dann, wenn man wieder in Deutschland ist, ist auf jeden Fall nice mit den Autobahnen, aber Tschechien ist halt großteils Landstraße und das fuckt halt ein bisschen ab. Aber jetzt genug gejammert. Junge, ich bin so müde, auch so wenig gepennt. Alter, was passiert hier gerade? Ich fahre einfach nach Berlin, Junge. Aber jetzt erstmal Vignette kaufen. Okay, auf jeden Fall hier jetzt keine Vignette gekauft. Junge, ich lass mich doch nicht verarschen hier, Mann. Die wollten jetzt für 10 Tage, ich glaube, 19 Euro oder so. Aber ich bin ja nicht behindert, ja, ja, der schlaue Fuchs, der Sparfuchs, Freunde. Und zwar online zahlt man irgendwie, glaube ich, 10, 11, 12 Euro, sowas. Ja, natürlich ist ja klar, dass es teurer ist, weil die müssen ja auch irgendwas dabei verdienen. Aber ich habe sowieso keinen Bock, da irgendwas kleben zu haben. Deshalb haben wir es jetzt online gekauft und die Sache hat sich nun auch erledigt. Und jetzt ballern wir weiter. Wir sind ja noch kaum vorangekommen. Wir sind erst 80 Kilometer oder so gefahren von insgesamt 700. Also ja, ordentlich auf jeden Fall Kilometer noch zu machen. Deshalb ballern wir jetzt auf jeden Fall weiter. So, meine Freunde, wir sind doch immer unterwegs. Wir brauchen jetzt noch, Junge, lass mich nicht lügen, 2,5 Stunden, 250 Kilometer. Ich habe auf jeden Fall gar keinen Bock mehr. Ja, das ist Steuer übernommen, weil, ja, wie gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr. Ja, einige Pausen gemacht. Naja, einige, ein, zwei kleine Pausen. War jetzt nichts Besonderes zum Filmen. Aber hier vor uns fährt jetzt eine 36. Also ich glaube, es ist eine 36. Vielleicht bin ich auch einfach nur behindert, weil ich hier so fett gerade liege. Ja, okay, es ist einer. Ja, was ist das für ein Kennzeichen, Mann? What the fuck, was ist das? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Limo. Stoßstange hinten komplett demoliert, ist allgemein so ein, ja, kein schöner 36, aber vielleicht wird es ja ein schöner 36. Wäre auf jeden Fall mega, mega wild, wenn er ihn ordentlich herrichten würde. Sonst, Freunde, ich habe fett Hunger, ich habe wirklich Hunger. Es ist 14 Uhr, ich fresse jetzt weiter Solette. Was haben wir noch? Oreo und so Zeugs haben wir noch. Aber mal schauen, entweder wir hauen uns irgendwo am Weg noch Mäcki oder so rein. Junge, ich habe so Druck in den Ohren, what the fuck. Oder wir warten wirklich, bis wir in Berlin ankommen und dann hauen wir uns einen richtig fetten Döner oder Köfte oder so rein. Aber ich weiß nicht, man, 2,5 Stunden noch. Packst du das noch? Echt? Ja. Was auch diesen TikTok mit den Sandys. Du
Weil, ach so, dieser Typ, der gestern ausgezogen ist. Ja, genau. Wo du mir das, wir können jetzt. Ja, aber mal schauen, ja, wir gehen jetzt vielleicht. Boah, auf jeden Fall, ja, wir werden dort fett essen. Berlin, ihr wisst, Junge, Essen Stadt Nummer 1. Ja, mal schauen, ob es dazu Videos kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall, Junge, Berlin, einer der Gründe, auf jeden Fall wegen Essen. Junge, Essen ist einfach gottlos dort. Aber ja, ich will nicht so viel dran denken, weil sonst werde ich noch hungriger. Ich baller mir jetzt weiter Toilette rein und ich melde mich. So, Freunde, jetzt ankommen in Deutschland. Ihr seht, Kilometer, wie viel sind 465 gefahren. Und halben Tank noch, geht auf jeden Fall klar. Junge, mein Bruder, noch nie in seinem Leben ist er so schnell gefahren. Bei Gott, noch nie in seinem Leben. Normalerweise fährt er 120. Jetzt hat er Eier bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, fester, wir wollen nicht sterben. So, auf jeden Fall. Ja, geisteskrank. Ich fahre jetzt auf jeden Fall aktuell noch nicht. Mal schauen, vielleicht später machen wir eine Runde Topspeed. Ich glaube, 220, 230 maximal, oder? Ich will jetzt auch nicht zu übertreiben. Ihr wisst, Dieselmotoren sind ja eigentlich nicht so dafür gedacht, dass man jetzt Vollgas die ganze Zeit gibt. Ja, natürlich kann man ihm mal geben und auch längere Strecken. Aber Diesel habe ich mal gehört, dass die... Junge, keine Stimme einfach. Dieselmotoren habe ich auf jeden Fall gehört, dass die nicht so gemacht sind, dass man jetzt dauerhaft mit denen irgendwie 240 durchballert. Keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mehr dazu wisst. Das ist auf jeden Fall das, was ich dazu gehört habe. Junge, jetzt wollte ich hier ein Topspeed für euch rausballern und jetzt regnet es einfach so gottlos. Schaut es euch an, bitte. Unglaublich. Ja, ich glaube, das wird nichts mit, wie heißt das, mit Topspeed und so. Weil, ja, ihr wisst, Sicherheit geht vor, dies, das, mies, das. Ich könnte jetzt auf cool tun und die trotzdem auf 220, 230 ballern, aber nee, Junge. Weil wir jetzt noch nur eine zweispurige Autobahn, viel los, viel Verkehr. Also, Freunde, ihr wisst, auch an euch da draußen, Sicherheit geht vor. So, vor uns fährt hier ein Taycan. Geiler Wagen, aber ja, ihr wisst, Jungs, der muss halt drauf achten, wie schnell er fährt. Ne? Also, der kann jetzt nicht mit 180 hier durchballern und so, weil... Ja, dann geht ihm vielleicht der Saft aus und dann hat er ein Problem. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel nicht. Wir ballern jetzt mit ganz gechillt, ja, ganz locker durch den Regen mit stabilen 140, 150. Also alles ganz, ganz easy. Und ja, Ankunft circa in 1,5 Stunden. So, Freunde, wir sind angekommen in Berlin mit dem E90 mit österreichischen Kennzeichen. Eine Seltenheit hier, also wirklich, ich glaube, 4-mal war ich schon in Berlin und ich habe noch nie... Also wirklich noch nie. Einmal vielleicht hier ein anderes österreichisches Kennzeichen gesehen. Junge, sonst hier einfach, du siehst nie österreichische Kennzeichen. Auf jeden Fall gucken wir uns mal das Ganze an. Jetzt genau zur Info für euch auch, weil viele mich auch fragen, was verbraucht denn so ein Wagen? Oh mein Gott, Junge. Was so ein Wagen denn verbraucht? Ja, E90 325D N57, was verbraucht er? Gut, ihr seht es hier, wir sind 708 Kilometer genau gefahren zum Hotel und haben jetzt noch, Junge, einfach, ja... Bisschen über den Vierteltank, also ein bisschen weniger als die Hälfte. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen, die Motorlampe ist, das haben wir die Zündung alles. Ja, bevor jetzt hier irgendwelche Oberschlaumeier da unten sich melden. So viel dazu. Also 708 Kilometer und wir haben noch, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte vom Tank noch drinnen. Also da wären locker 1000 Kilometer drinnen, safe sogar. Aber ja, wie gesagt, ich habe es eh so erwartet ungefähr. Wir sind ein bisschen sparsamer sogar unterwegs gewesen. Ja, weil wir konnten gar nicht schnell fahren jetzt hier in Deutschland. Weil es eben geregnet hat und auch verkehrsbedingt. Es ist 17.41 Uhr jetzt. Ihr wisst, Berufsverkehr und so weiter. Auf der Autobahn war auch ein bisschen was los. Deshalb ja, so viel dazu. Aber jetzt geht's endlich mal ins Hotel. Okay, meine Damen und Herren, wir sind angekommen in der Höhle des Löwen. Beziehungsweise der Löwen. Ja, Roomtour auf ganz schnell. Junge, Roomtour, wo der... Zellentour, Zelle, Junge. Ist eine Zelle. So, also man kommt hier rein, okay? So, okay. Salamu alaikum, alaikum salam. Okay, hier bin ich. Dann hier rechts von mir das Bad, hier schön kacken, Dusche, noch ein schöner Spiegel, bisschen Zähne putzen und so, ihr wisst, Hygiene. Gut, dann kommt man hier rein in die Zelle. Genau, falsche Hose mitgenommen. Gut, drei Betten, Junge, keine Ahnung warum, keine Ahnung, obwohl wir nur für zwei Leute gebucht haben, aber egal. Ein Bett extra, immer gut zu gebrauchen. Und ja, Junge, sonst keine Ahnung, ihr seht es ja selber, ich passe nicht mal durch so breit, wie ich bin. Ja, Aussicht auf jeden Fall. Junge, was passiert hier? Oh mein Gott, Junge, einfach Blockleben. Ja, Riesenproblem ist, dass ich keine Ahnung habe, wo ich parken soll. Wirklich, ich habe gar keine Ahnung. Wir sind irgendwo mitten am Hauptbahnhof, Hotel Meininger oder so, mitten am Hauptbahnhof.
Und Junge, hier ist ja überall, alle kommen öffentlich, dies, das, mies, das, mit Zug, Bus oder sonst was und haben diese Probleme nicht. Ja, natürlich der Kick, er bucht ein Hotel am Hauptbahnhof und denkt nicht nach, dass wir im Auto kommen und hier auch irgendwo Garage in der Nähe brauchen. Junge, und hier ist überall diese Parkzone bis 22 Uhr, sogar am Samstag. Sowas gibt es nicht mal in Wien und ich dachte, Wien ist wirklich schlimm mit Parken. Aber Berlin ist ja nicht so schlimm mit Parken, weil ist ja nicht überall Parkzone. Aber im Hauptbahnhof, logisch, dass da Parkzone ist, ja. Deshalb, ja, bis 22 Uhr, keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Und eine Stunde kostet über 3 Euro, glaube ich, oder 3 Euro, also abnormal viel. Deshalb, ja, ich glaube, wir werden eh großteils unterwegs sein, deshalb ist das eh wurscht und den Rest halt auf gut Glück. Aber ja, Freunde, so viel mal dazu, so viel zum Roadtrip. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Wenn ihr Bock auf weitere Videos aus Berlin habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt stabil. Ciao.